Heya, meine Pokémon-Amis! Und willkommen zurück zu Pokémon Y Wonderlock. Im letzten Part haben wir nicht allzu viel geschafft. Wir haben verpasst, einen Irbis zu fangen, was wir Wundertauschen hätten müssen können. Pipa und Po. Wir haben ein paar Trainer auf Route 16 besiegt. War nicht so viele, weil es muss nicht sein, wenn man zu viele besiegen. Und haben generell nichts geschafft im letzten Part. Absolut gar nichts. Ich konnte nicht gut vorlesen, weil... Ich will nichts sagen, aber ich bin scheiße. Yay, Daumen hoch dafür. Ich bin scheiße. Selbsterkenntnis ist immer gut. Im heutigen Part wollen wir aber in die Frosthöhle gehen. Und gehen wir hinein. So, die Frosthöhle. Ein Ort, an dem man wirklich, wirklich, wirklich gut den Spezialangriff von Pokémon trainieren kann. Und teilweise auch echt gute Pokémon findet. Und echt, echt, echt krasse Trainer. Zum Beispiel diese Ast-Trainerin mit einem Duokless. Einem Stahl... Wow, 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 wow. Einem Stahlgeist-Pokémon auf Level 46. Wow, das Ding ist viel zu stark. Das ist zu stark. Da muss ich in Flamara rausgehen. Duokless, eines dieser Pokémon... Gib dem Ding ein Evolid und es ist unbesiegbar. Und natürlich hat es noch nebenbei einen extrem hohen Spezialangriff auch. Aber einen extrem hohen Angriff. Und ein Attacken-Moveset, was echt, echt, echt nicht unterschätzbar ist. Puh. Das war knapp. Du Clash Spieler nebenbei gerne mit Schattenstoß und boah. Die Dinger machen mir wirklich Angst, teilweise. Sie machen wirklich Angst. Vor allem auf diesem Level. Knappe Sache, das war viel zu knapp für meinen Geschmack. Oh Mann. Ach, verflucht. Verfluchte Geister und verfluchte Höhle, viel zu stark. Ich glaube, wir müssen doch noch trainieren gehen. Ah, ich will aber nicht trainieren gehen, weil das ist irgendwie doof. Aber 6 Pokémon zu trainieren gleichzeitig ist auch ein bisschen übel. Ach, holen wir uns unseren Encounter hier drin. Eventuell noch eine TM, die da hinten irgendwo liegen sollte. Eventuell. Weiß nicht, ich hab's irgendwo eine TM. Oder ein Item. Ein Angriffsplus. Nee. Ich meine, hier gab es ein paar TMs oder so. Eisstrahl, Blizzard. Ich weiß nicht genau. Och, nur eine Massenbegegnung. Ernsthaft? Petsneef. Ah. Petsneef, da kann man ganz gut einen Angriff trainieren. Dürre. Level 20. Oh. Naja, hauen wir ein paar Petsneef weg, ne? Oh, es könnte aber echt nach hinten losgehen, wenn wir mit Vulpix drin bleiben. Na, versuchen wir es. Oh, Geduld. Geduld, das ist echt übel. So. Funkenflug trifft die anliegenden Pokémon mit 1/16 ihrer HP. Oh. Oh. Nein. Hör auf. Okay, Eissturm, das machen die allzu viel. Senkt aber unsere Initiative. Kameradschaft. Heißt das, ich habe gerade eins angegriffen, was Geduld eingesetzt hat? Scheiße. Hauen wir das Petsneef weg mit der Dingens, mit der Kratzfurie. Und eines hauen wir einfach weg. So. Ich hoffe mal nicht, dass die Pokémon, die Geduld einsetzen, von Funkenflug erfasst werden, dass sie dann Schaden absorbieren. Wäre natürlich sinnvoll, aber nicht gut für uns. Scheinbar passiert das nicht. Gut. Dann kann ich ja das eine noch weghauen. Das in der Mitte. Und dann fangen wir das ganz linke. Dann fangen wir uns das ganz linke. Und das Wundertauschen wir dann. Yay.
Einmal abgeschossen, zack. Hat er gut funktioniert mit Vulpix alleine. Auch wenn es ein bisschen doof ist momentan mit den ganzen... machen wir mal noch ihr Licht drauf. Was soll's. Oh, es wehrt die Attacke ab. Okay. Ich wollte es verbrennen, damit es nicht so viel physischen Schaden anrichten kann. Los, verbrenne es. Dankeschön. Und nebenbei ist es dann auch einfacher zu fangen. Hey, Kameradschaft. Alle freuen sich. Woo. Nur ich nicht. So, Pokéball. Normaler Pokéball sollte reichen. Es ist Level 20 und... ja. Nee. 2. Du bist ja verbrannt. Oh, Geduld. Man macht nicht allzu viel aus. Aber ein paar Runden Zeit, dich schmoren zu lassen. Gegrillter Eisbär. So, damals gefangen, das Petsneef. Ein Pokémon, das sich zu einem fetten Eisbär entwickelt. Der hat doch nicht so cool ist. Ist eine Eisscholle. Ugh. Fühlt es sich wohl, wird der Schleim, der aus seiner Nase trieft, klebrig und die Stärke seiner Eisattacken nimmt zu. So, what? Das ergibt keinen Sinn. Petsneef, du bist ein Männchen. Männlicher Eisbär. Baloo. Captain Baloo. Und seine tolle kühne Kuh. Yay. Boah, diese klassischen Serien. Gott, ist das lange her. So, Verbindung zum Internet herstellen. Ich habe es vorhin schon mal getestet, es sollte relativ schnell funktionieren. So, dass ich nicht mal was rausschneiden muss. Es muss nur einmal kurz verbinden. So, da ist es verbunden. So, wundertauschen wir unser kleines Petsneef. Und hoffentlich bekommen wir was Gutes heraus. Es würde mich nämlich ziemlich nerven, wenn nicht. Ein scheues Petsneef mit Schneemantel. Schneemantel macht doch mal... ah ja, Fluchtwege erhöhen. Ew. Das ist den Angriffswert senkt, ist aber auch ziemlich scheiße. Na. Und ich habe gerade irgendwie eine Nachricht gekriegt. Soll ich nicht stören? Wir vertauschen jetzt dieses Petsneef. Go, go, Captain Baloo. Ah, Captain Baloo. Boah, das war eine Serie. Mann. Man mal bedenkt, was das früher für alles für Serien waren. Die ganzen Disney-Serien. Darkwing Duck. Ah, einer aus England. Ross aus England. Okay. England, zeig, was du kannst. Ein Formeo. Ja, was soll ich zum Formeo sagen? Es kann ziemlich arschig sein. Oder auch ziemlich beschissen. Aber egal, wie man es nimmt, es ist nicht wirklich ein gutes Pokémon. Ach du Scheiße, ein Keifel. Ein Keifel. Keifel macht mir ein bisschen Probleme, aber bei, wir haben Turtok. Turtok macht immer einen Surfer und dann ist der Keifel weg. Bye bye Keifel. Ja, Keifel. Du bist ein echt gutes Pokémon gewesen damals. Und dann bist du zu einem Mammutell geworden. Und
dann warst du einfach nur noch broken. Genauso wie deine Furienschlag-5er-Kombo. Scheißvieh. Aber könntest du bitte hinweggehen? Oh wow, es hält noch einen weiteren aus. Ah. So ein Drecksvieh. So ein Drecksvieh. So. Be gone. Verschwinde. Du, Kaifel, du. Ich will dich hier nicht wiedersehen. So. 28 für Vulpix. Bürde. Bürde nehme ich gerne rein. Ist eine Geistattacke und die macht doppelten Schaden, wenn der Gegner einen Statuseffekt auf sich drauf hat. Und wir können ja selber Statuseffekte verteilen mit Irrlicht. Was das Ganze schon mal ein bisschen böse machen lässt, ne? Irrlicht und dann Bürde. Aber wir müssen trainieren. Oh, wir müssen trainieren. Und am besten würde ich sagen, wir nehmen Vulpix von der Spitze weg und packen da erstmal Aerodactyl hin und machen dann doch den Himmelskampf. Yo! Oh, es ist ihr erster Auftritt als Himmelstrainerin. Ein Frigometrie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Frigometrie ist ein Eistyp. Es ist ein Mono-Eistyp und es hat Schwebe. Dass das an Himmelskämpfen teilnehmen kann, ist echt bösartig. Aber dafür ist eine Verteidigung für den Arsch und es ist ein One-Hit. Halleluja. Und ich kriege Nachrichten gerade. Wir haben einen offenen Band. Yay. Ey. Heul nicht rum, du hast eine fucking Frigometrie. Die Dinger sind Power. Wenn man sie richtig einsetzen kann. Und haben wir noch einen Himmelskampf? Na dann. Was für ein Bungon setzt du denn ein? Sag mir nicht, du hast einen Arktos. Venus Liebes. Ich wüsste nicht, dass Venus Liebes Schwebe hat. Oder hat es doch Schwebe? Wie auch immer, es ist ein Mono-Pflanzentyp und es hat anscheinend Schwebe und kann an Himmelskämpfen teilnehmen. Krank. Krank. Wirklich krank. Aber ein Aero-Ass und es ist besiegt. So, Level 41. Gut. Bodycheck brauchen wir nicht. Hagelkörner. Ach du Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Schwaroness. Was 3 Level höher ist. Flugwassertyp. Mit einer, ja. Bösartigen. Oha. Ja, es setzt gerne Wasserattacken ein. Es setzt gerne Wasserattacken ein und ich habe Glück, dass wir es überlebt haben. Holy fuck. Weil hätte es uns noch verbrannt mit Siedewasser, was eine 30% Chance hat, soweit ich weiß. Wäre mal ziemlich am Arsch gewesen. Aber richtig am Arsch. Holy fuck, holy fuck, holy fuck, wir müssen heilen. Ich glaube, unten gab es auch ein Item, oder? Gab es unten ein Item? Ich glaube schon. Oder eine TM? Wer weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht alles aus dem Spiel, aber einiges. Oh, wir sind so krass unterlevelt. So massiv unterlevelt. Und hier hab ich mal Sonderbonbons oder sowas. Oh, ich habe Angst vor der Eishöhle und allem, was danach kommt, weil die Pokémon werden einfach so stark. Generell die Levelkurve ist so krank. So, gehen wir mal zurück und hauen wir erstmal alle Trainer um. In der Hotelruine und so, weil da gab es noch ein paar, die ich noch nicht mitgenommen habe, aber. Alter. Alter. Ein Fluchtseil aus einer wackelnden Mülltonne. Okay. Doppelkampf.
Wir bringen sie schon zum Erblühen. Die Blumen des Bösen. Wir rebellieren gegen alles und jeden. Das ist eben unser Leben. Wow, ihr seid Punks und ihr reimt. Judy und Jim. Pandragro. Die Politox. Ich kenne ein Pokémon, was unglaublich schnell bitte das Kampffeld verlassen sollte. Unglaublich schnell bitte. Zum einen, unser Aerodactyl soll sie bitte den Duft verschwinden. Und zum anderen, unser Vulpix, das soll doch bitte mal Platz machen für Flamara am besten, oder? Ja, wäre besser. Wenn ich Aerokex hätte rausbringen können, was ich nicht kann, weil da ist Pandago auf dem Feld und Pandago kann Kampfattacken. Hammerarm, aua, one hit, tot, keine Chance zu überleben. Dann hätte ich es gemacht, aber nein, nein, keine Chance. Klärsmog. Ah. Knirscher, gut ausgewichen und den Ponytox werde ich mit dem Schaufel angreifen. Also keine Chance irgendwie von einer Giftattacke getroffen zu werden oder irgend so ein ekelhaftes Scheißzeug. Level 44. Gut. Zwei Level noch, meine ich. Es ist schneller als Flamara. Ich krieg zu viel. Ah, Paralyse. Jetzt ist es klar. Ich hoffe nicht, dass diese komische fette Mülltonne da vorne irgendwas Gutes einsetzen kann. Knirscher? Ah, Eros. Oh, Toxin. Gemein. Hör auf, mich immer zu toxinieren. Puh. Doppelkämpfe. Bösartig seit der dritten Generation. Level 30 für unser Vulpix. Noch ein paar Level. Let's Slumwurf. Ja. Ach, ich freue mich, wenn Slumwurf lernt. Da war ein Vulnona und Vulnona ist Power. Oh, das hat gar nicht mal gewackelt. Du konntest ihn ansprechen. Ha. Ah, ein Undratytox. Das Ding ist irgendwie knuffig. Ich weiß nicht warum, aber es ist knuffig. Seine Weiterentwicklung ist eher ekelhaft wie Scheiße. Oder wie Müll. Aber Undratytox ist ja auch ein bisschen widerlich. Es ist eine Mülltonne. Oder eine Mülltüte. Das Lustige an dem Ding ist, sein Pokédex-Eintrag und im Anime, es verschlingt den Müll. Es frisst den Müll der Menschen. Das heißt, es ist eigentlich ein Pokémon, was die Menschheit ein bisschen bereichert durch seine Anwesenheit. Was? Wow. Aha. Ach, da war diese Scheiße. Nee, da kommen wir aber gar nicht hin im Spielverlauf wahrscheinlich. Wir müssen erst total cool sein und alle Skater-Tricks drauf haben, aber... Nope. Nope, so weit wird's nicht kommen. Vorher mache ich dieses Lichtle kaputt. Und dann werden wir wahrscheinlich noch auf den anderen Eingang zulaufen von der Hotelruine. Ich hoffe. Weil vorher werde ich auf keinen Fall in diese blöde Eishöhle reingehen, weil die ist viel zu krank. Level viel zu hoch. Was war denn da oben? Da oben müsste noch irgendwas gewesen sein. Eine X-Abwehr. Wusste ich's doch. Hier gibt es immer ein paar versteckte Sachen. Immer. Ach, ich freue mich ja schon. Ich freue mich ja schon, darauf zu erfahren, was aus dem Hotel geworden ist im Vorgänger. Ey. Theorie, Theorie. Keine Ahnung. Ach, hier sind wir. Hau mal diesen Punk um.
Du hast wie viele? Ein Pokémon nur. Der Heiner mit dem Dummiesel. Dummiesel sind cool. Ich mag Dummiesel. Das einzige Problem, was sie haben... Ich glaube, sie sind relativ langsam. Und können nicht allzu viel wirklich lernen. Aber sie haben extrem starken Kopfnuss drauf. Und wenn man mag, Kopfnuss durch Fassade setzen und irgendwie irgendwas Interessantes geben. Und dann ist das Ding Power. Aber richtig Power. Ja, gib dem Ding Toxinorb. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man drüber nachdenkt. Ach, ich hoffe, es bekommt irgendwann noch eine Mega-Evolution oder eine normale Entwicklung. Ich finde aber gut, dass die Punker nicht so viele Pokémon dabei haben. Dann kann man sie relativ schnell umhauen. Ein Carbon. Need for Speed Carbon. Ich wollte eigentlich in mein Team, um es ein bisschen umzustellen. Naja, muss auch nicht sein. Wir gehen auf. Stuntank. Ein potenzielles Pokémon, was mit dem Erscheinen von Incineroar-Remakes, falls sie irgendwann mal erscheinen sollten, eine Mega-Evolution bekommen könnten. Ich würde es hoffen, weil das Ding mit seinem Gift- und Licht-Typen ist echt gut. Zumal es erlernt Flammenwurf per Level-Up. Und außerdem ist es irgendwie... Ja. Es ist ein Stinktier. Und es schießt einen Flammenwurf. Aus seinem Hintern. Ich meine, welche Pokémon können das von sich behaupten? Finalschlag. Ew. Naja. Krebutak. Krebutak schon wieder? Irokex, komm, machst du weg, das Ding. Oh Mann, ey. Schon wieder nicht so viel erreicht in der Folge, aber... Geht ja auch schlecht, ne? Wenn da so viele Pokémon sind, die einfach viel zu hoch im Level sind. Wo die Hälfte unseres Teams gar nicht hinterherkommen kann. Na, ich spiele ja mit der Überlegung, eventuell den EP-Teiler anzuschalten, aber... das wäre ein bisschen... Ein wenig. Naja. Ich will nicht sagen, cheaterisch oder so, aber es wäre ziemlich blöd, wenn ich es machen würde. Es würde das ganze Projekt abkürzen, generell, aber. Familienmitglieder, ja! Die Eltern sind voll die Profis, der Bruder ist ein Ass. Und sie ist ein Punk geworden. Au, das schwarze Schaf der Familie. Oder in der heutigen Gesellschaft so. Ah, die erwarten so viel von mir. Ich habe doch gar keine Chance. Also fange ich gar nicht erst an, irgendwas zu machen und werde direkt einfach total düster und dunkel, ey. Ich bin voll der Emo. Was zum Teufel? Zuschuss, ey. Ach Gott. Zuschuss könnte man aber auch mal wirklich irgendwie versuchen, so zu spielen in einem Competitive-Bereich, aber... Boah. Ey. Da die richtige Attacke zu erwischen, die man haben will... unmöglich. So gut wie unmöglich. Noch ein Kleopatra. Und vor allem, wenn man dann zweimal dasselbe Pokémon spielt. Mit wahrscheinlich demselben Moveset. Da springt überhaupt gar nichts. Wenn es nur Kratzfurie beherrscht, Zuschuss und Heuler. Und eventuell eine unliche Attacke wie Tiefschlag oder sowas. Dann kann ich nur lachen und bring meinen Irokex wieder raus, weil... Einfach nur
So. Oh, Schlitzer. Okay. Okay, Schlitzer ist eine Attacke, die kann man spielen. Au, weg. Schön. Ja, ich denke, Irokex wird einer unserer MVPs werden. Gegenstoß. Brauchst du nicht lernen. Gegenstoß ist eine physische Attacke. Und physische Attacken brauchst du nicht. Du bist nämlich ein mäßiges. Aber wir haben kein Pokémon, was Zertrümmerer hat hier momentan. Also können wir eventuell... Ja. Wo haben wir denn? Zertrümmerer, da. Ja, ich will keinem von denen wirklich Zertrümmerer beibringen. Ja, wobei Turtok. Komm, Turtok lernt mal Zertrümmerer. Und darf dadurch einfach mal hier alle Steine im ganzen Spiel zerstören. Tackle weg. Tackle braucht man nicht. Reiß die Wand ein. Reiß sie einfach ein. Irgendwas Besonderes? Ein Abfalleimer. So. Wände weg. Der Schützer. Das Item, mit dem man einen Rizeros weiterentwickeln kann zu Rihornior. Lohnt sich aber nicht. Spiel einfach ein Rizeros mit Evoliten, das passt. So, was haben wir hier noch unten? Da war ja nur noch diese komischen drei Wände. Und ein Lichtle. Böses Lichtle. Dich kann man nicht verbrennen. Sollte man auch schnell genug sein mit Vulpix, um zu fliehen. Ja, wollte schon sagen. Puh. Da ist ein Item hinter dieser Wand. Hinter dieser Wand? Ja, da ist ein Item. Eine Furchttafel. Ja, eine Furchttafel. Das ist total fürchterlich. Erhöht Geisterattacken, wie man vermuten kann. Und da hinter der Wand befinden sich wahrscheinlich gar nichts. Ja, war klar. Ein bisschen Farbe an der Wand, dieses Violett. Irrk. Nope. Nope, 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 nope. Auch vorbei. Magneton besiegen? Man könnte es schaffen. Ich will mal kurz schauen. Es ist 7 Level über uns. Ah, wir können es überleben. Wir haben Evolit. Wenn wir es hinkriegen, das irgendwie zu verbrennen nebenbei. Na gucken, der Spiegel ist halbe. Nichts effektiv. Oha. Ich werde mal kurz auswechseln, weil das ist ein bisschen heftig. Jetzt war nicht so heftig wie so ein blödes Ring genau, aber... Meh. Okay, wir hätten wahrscheinlich die zweite Spiegelseite auch noch überlebt, aber hätte es Donnerblitz eingesetzt, wären wir vernichtet. Ohne jeden Zweifel. Ohne jeden Zweifel. So, weg damit. Puh, ey, das ist echt... das ist ein bisschen... Wirklich, Oh Mann. Wow, dieses Smiley unten hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Naja. Aber ich würde dann, wenn wir hier raus sind, gut sagen, diese Himmelstrainerin behalten wir uns nächsten... behalten wir uns für den nächsten Part auf, weil die Zeit ist schon ein bisschen weit fortgeschritten. Also würde ich den Part an dieser Stelle beenden. Ich kann natürlich nicht sprechen. Schon wieder. Was zum Teufel? In dem Sinne... Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr natürlich wie immer... was könnt ihr natürlich wie immer? Genau, Fragen der Folge beantworten. Ihr könnt beantworten... ihr könnt generell in die Kommentare schreiben. Ihr könnt Daumen nach oben geben. Ihr könnt abonnieren. Ihr könnt teilen. Ihr könnt folgen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde mich freuen. Vielen Dank. Und bis dahin. Ciao, ciao.